بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wir alle kommen in Situationen, wo wir einer Sache gegenüberstehen, die uns schwerfällt, die schwer zu meistern ist. Und in dieser Situation lehrte uns der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm in einem Hadith bei Ibn Hibban und As-Sunni. Und Al-Hafidh ibn Hajar und Sheikh al-Albani haben diesen Hadith als authentisch klassifiziert. Der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. O Allah, nichts ist einfach, außer das, was du einfach gemacht hast. Und O Allah, wenn du möchtest, kannst du mein Hazna in das ändern, was leicht ist. Al-Hazn wird für alles genutzt, worin es keine Erleichterung gibt. Sowohl in realen Sachen als auch in bildlichen Sachen oder metaphorischen Sachen. Wenn man zum Beispiel sagt, Ardun Hazna, dann ist ein harter, rauer, steiniger Boden gemeint. Das ist in Bezug auf die realen Sachen. Wenn man zum Beispiel sagt, die Art des so und so ist Hazna, dann ist damit gemeint, dass er eine sehr schwierige Art hat, eine sehr strenge Art. Das in Bezug auf bildliche Sachen. Und es gibt nichts, was leicht und einfach ist, ohne dass Allah der Erhabene es einfach gemacht hat. Und er ist auch derjenige, der die schwierigen Sachen einfach macht. Nehmen wir einen kleinen Jungen, auf den die Mutter so sehnsüchtig gewartet hat. Diese Mutter hat sich diesen Jungen so sehnsüchtig gewünscht. Sie nahm all die Qualen auf sich für dieses Kind. Als das Kind dann nun auf die Welt kommt, bekommt die Mutter etwas von der Qual und Schwierigkeit zu spüren. Dieses Kind kann den Eltern extreme Lasten auferlegen und es kann für die Eltern extrem schwer sein. Und genauso kann das Kind extrem pflegeleicht sein, ein sehr einfaches und pflegeleichtes Kind. Und wann auch immer du einer Situation bevorstehst, die normalerweise sehr schwer zu meistern ist, so hat der Gläubige eines der vielen Schlüssel zum erfolgreichen Leben bekommen, wodurch das Schwierige leicht wird. Das, was schwierig für dich ist, wovor du vielleicht sogar Angst hast, es nicht meistern zu können, wird plötzlich leicht für dich. Und zudem auch in Situationen, in der der Gläubige etwas Leichtes meistern muss. Denn wir wissen, dieses Leichte kann sehr schwierig werden, wenn Allah der Erhabene es möchte. Deshalb wende dich stets an Allah den Erhabenen, denn er ist der Erschaffer dieser Schöpfung. Und alles ist unter seiner Kontrolle. Wenn du also demnächst Situationen überwältigen musst, besonders wenn diese Situation schwer ist, dann sollte der Gläubige genau solche Worte sprechen und auf Allah, den Erhabenen, vertrauen. Er sollte sein Vertrauen auf ihn setzen und so wird er es dem Gläubigen leicht machen. Und wenn du diese Worte sprichst, dann sei dir bewusst, worum du Allah, den Erhabenen, bittest. Du bittest ihn, O Allah, mache mir diese Angelegenheit leicht. Mache mir das, was eigentlich schwer ist. Mache mir diese Sache leicht, O Allah. Und du wirst sehen, was für eine Auswirkung diese segensreichen Bittgebete haben. Möge Allah der Erhabene uns zu jenen machen, die seiner viel gedenken. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.